Hier ist Die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Mittwoch, den 11. Mai. Nach einer Prognose des Landkreises gibt es genügend potenzielle Schüler für eine Oberstufe an der integrierten Gesamtschule ab Sommer 2019. Ein für die Oberstufe nötiger Anbau an das noch im Bau befindliche EGS-Gebäude kostet nach einer Schätzung aus 2013 rund 4 Millionen Euro zusätzlich. Der Schulausschuss des Kreistages diskutiert am Donnerstag über die Kreisprognose. Besonderer Besuch für die Mädchen und Jungen der Nordertorschule in Nienburg. Ein Wüstenbussard namens Fips schaute am Dienstagvormittag in der großen Pause vorbei, ließ sich streicheln und auf die Hand nehmen. Falkner Duwe van der Meer war mit seinem Greifvogel aus Haßbergen gekommen, um sich bei der Grund- und Hauptschule zu bedanken. Ein alter Bauwagen soll Husums Jugendtreff werden. Jahrelang stand er bei Bürgermeister Friedel Fischer auf dem Hof, dümpelte vor sich hin. Zuletzt diente er sogar wieder als Bauwagen beim Bau des Feuerwehrhauses in Husum. Seit 2 Wochen nun möbeln Kinder und Jugendliche ihn neben der alten Feuerwehr auf. In der kommenden Spielzeit des Nienburger Theaters gibt es wieder eine vielfältige Auswahl an Aufführungen unterschiedlichster Genres. Insbesondere in den einzelnen Abonnements ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Abo 1 unter dem Titel Theatermix zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche Unterhaltung aus. Theaterleiter Wolfgang Lange hat dafür einen speziellen Tipp parat. Onkel Toms Hütte von Gerold Theobald mit Ron Williams in der Hauptrolle. Diese Tourneepremiere des Schauspiels mit Musik findet am 21. September statt. 5 Jahre jung ist die Alzheimer-Gesellschaft im Landkreis Nienburg. Das Jubiläum feiert der Verein mit einem besonderen Programm. Dazu gehört eine Ausstellung in der Galerie N, ein Theaterstück zum Thema Demenz sowie eine Lesung aus dem Buch einer Frau, die bereits mit Mitte 50 an Demenz erkrankte. Was passiert mit dem ehemaligen Feuerwehrhaus in Sebbenhausen? Seit der Fusion der Wehren Balge Holzbalge und Sebbenhausen vor gut 2,5 Jahren steht das Gebäude leer. Die Samtgemeinde Maclure möchte die Immobilie am liebsten verkaufen, findet aber bisher keinen Interessenten. Zum Sport. Nicole Krinke von der JG Eule ist deutsche Leichtathletikmeisterin. Nach ihrer Bronzemedaille vor 2 Wochen bei den nationalen Titelkämpfen im Halbmarathon in Bad Liebenzell konnte sich die niedersächsische Spitzenathletin bei den deutschen Langstreckenmeisterschaften über 10.000 Meter in Celle noch einmal steigern und holte den Titel in ihrer Altersklasse W35. Florian Gottre ist der Pechvogel des ASC Nienburg. Der Torwart zog sich im Spiel gegen Liebenau einen Bruch des Oberarms zu. Es war nicht die erste schwere Blessur. 2015 hatte er sich das Handgelenk gebrochen, Ende 2008 das Schien- und Wadenbein. In der Lausitz bestritt der Nienburger Nachwuchsmotorradfahrer Tim Holz die ersten beiden Läufe zur Triumph-Challenge. Hierbei handelt es sich um einen Markencup für Triumph-Motorräder. Es lief glänzend für den Titelverteidiger, der beide Läufe gewann. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.